So, meine lieben Lieben, wir werden heute ein Spiel spielen. Wir spielen My Eyes Deceive. Ich kann über das Spiel gar nicht sagen. Es ist neu auf itch.io und wir werden einfach mal reingehen und schauen, worum es geht. Das erinnert mich so ein bisschen an den, naja, wenn ich das hier so sehe, weil ich den Film auch gerade vor kurzem wieder geschaut habe, den Natascha Kampusch-Fall so ein bisschen, ne? Sieht so ein bisschen gruselig aus, da diese Pressspanplatten und, naja, wir schauen mal, was uns erwartet. Wir gehen rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Day one. Take your pills. Schauen uns das mal um. Ducken, wir sind sehr klein. Also. I need to take my pills first. Okay. Ja. That is my food for today. Ja, ich sag ja, das hat sowas vom Campus. Ja, wir sind ein Kind. Look thirsty. I still have stuff to do. Ach so, das ist ein Tablet. Ich dachte, das ist eine Waage. Okay. Ja, also das hat wirklich was von dem. Du hast locked shut. Okay, die Tür ist fest verschlossen. Von dem Campus-Stil irgendwie. Okay, wie gießen die Pflanzen? Noch eine irgendwo. Okay, wollen wir es mal zu Ende bringen? Ich weiß nicht, was uns das bringt, wenn wir das machen. Auch die Musik, ey. Go big and strong, little plant. Okay. Okay, meine Pillen waren hier, ne? Die nehmen? Ich nehme die jetzt. Okay. Drink some water. Okay. Es erinnert mich total daran, jetzt mal im Ernst. Prepare some food. Achso, prepare. Ja, ich habe es ja aufgenommen schon. Okay. Wash yourself. Ja, wo sind wir? Warum das mit dem Balken, also warum das so lange dauern muss? Okay, aber wait for father. Okay, ich möchte dich nicht mit Wasser ertränken. Wait for father. Okay, also sie nennt ihn auf jeden Fall Vater. Ja, aber das sind genau diese Pressspanplatten, die ich oben auf dem Dachboden als Boden habe. Einfach hingezimmert. Wie lange soll ich denn warten? Was soll ich denn tun? In der Zeit kann ich was spielen? Frühwanner. Oh. Wann kommt Vater denn? Talk with Papa. Jetzt heißt er Papa, okay. Er wird wahrscheinlich von da oben kommen, ne? Denke ich mal. Hallo, Darling. Bist du da? Ja, Papa.
Möchtest du runterkommen heute? Nein, Süße. Du solltest es doch besser wissen. Du könntest dich anstecken. Hast du deine Pillen genommen? Ja. Die machen dich immer so müde. Dann solltest du dich vielleicht einfach ins Bett legen. Kannst du mir nicht eine Geschichte erzählen von draußen? Bitte. Gut. Aber ich werde es kurz halten. Heute sah ich eine sehr furchteinflößende Kreatur. Als ich es gesehen habe, fühlte ich riesige Angst. Wie auch immer, ich habe es geschafft zu entkommen. Darum kannst du nicht gehen. Ich möchte nicht, dass sie dich finden. Danke, dass du mich beschützt. Ich bin sehr müde. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Bevor du gehst, ich habe etwas für dich. Ein Tagebuch. Damit du dich nicht langweilst. Dankeschön. Mach dir keine Sorgen, mein Liebling. Okay, gut. Schlaf schön. Bis dann, Papa. Im Bett oder hier? Können wir auch im Bett schreiben, ne? Ich möchte erst mein Tagebuch schreiben. Ach so. Heute Papa mir das Tagebuch gegeben. Ich bin so glücklich. Er hat mir auch eine Geschichte von draußen erzählt. Es scheint ein sehr furchteinflößender Platz zu sein. Du hast morgen von mir. Gut, hier geht es anscheinend um Zombies, um irgendeinen Ausbruch, um keine Ahnung. Ob das stimmt, werden wir noch erfahren. Es ist Nacht. Ich höre nichts, auch keine Schritte. Träumt sie? Weil, huch, ja, wir träumen. Träumen, okay. Tag 2. Ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll. Okay. So, muss ich mich jetzt erst wieder um... Was ist da? Achso. Okay, wir trinken erstmal was. Gut. Habt ihr den Film, der heißt ja irgendwie 3000, bla bla, und so viele Tage. Habt ihr den gesehen? Wenn nicht, also ich finde den ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sich dafür interessiert. Gut, jetzt gehen wir uns waschen. Und wir warten auf Papa. Wo ist denn unsere Gießkanne? Steht die wieder da vorne? Können wir die Pflanzen gießen? Ja. Komm, wir gießen die Pflanzen. Mhm.
Wie viel Platz haben wir unten? Drei? Aber ja, ne? Drei? Oder sind es nur zwei? Zwei sind es, okay. Gut. Ah, oh, das war ja fies jetzt. Ah. Sprich mit Papa. Guck mal, was er heute erzählt. Ich bin zurück. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich habe wunderbar geschlafen. Ich habe, wo ich einen eigenartigen Traum hatte. Geht's dir gut? Ja. Mach dir keine Sorgen. Hast du deine Pillen genommen heute schon? Ja. Muss ich sie wirklich jeden Tag nehmen? Ja, natürlich. Es ist für dein eigenes Bestes. Sie schützen dich davor, dich anzustecken. Es ist so wichtig, dass du sie nimmst. Jeden Tag. Okay, okay, ich werde. Hast du halt irgendwas gefunden? Ich habe es geschafft, einiges Essen zu ergattern. Und einige andere Dinge. Bist du wieder auf ein Monster gestoßen? Unglücklicherweise, ja. Da draußen ist eine Katastrophe. Die Monster machen menschliche Stimmen nach. Wenn du irgendwas hörst außer mir, gib kein Geräusch von dir. Dürfen dich nicht finden. Ich habe Angst, Papa. Was, wenn sie deine Stimme nachmachen? Woher weiß ich, dass wirklich du es bist? Lass uns ein Passwort ausdenken. Wie wär's mit Apfel? Was ist das? Eine Art Ressource. Sie schmeckt sehr gut. Sehr gut schmeckt das Essen. Wenn ich einen finde, werde ich ihn dir geben. Ich bin aufgeregt. Bist du noch nicht müde? Jetzt, wo du es erwähnst, ich sollte ins Bett gehen. Demnächst. Gute Idee, Süße. Schlaf gut. Good night, Papa. Das muss doch todeslangweilig sein, ey. Da draußen ist eine Katastrophe. Was meint er wohl? Sollen wir jetzt aussuchen? Papa hat mir etwas über ein Ding erzählt, das Apfel heißt. Er sagt, es ist sehr selten da draußen, weil die Welt eine einzige Katastrophe ist. Ich habe Angst vor da draußen. Es gibt so viele Monster. Okay, wir gehen schlafen. Ich weiß gar nicht, ob man im Spiel sterben kann oder ob es quasi nur so ein Walkthrough ist. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Oh, wir scheinen über der Klappe zu sein. Das sieht irgendwie cool aus.
Folgen wir dem Licht. Ah, ich hätte auch das andere Blatt wählen können. Dann hätten wir wahrscheinlich was anderes gesehen, okay? Rennen können wir nicht. Das sieht so cool aus. Wirklich. Es ist wirklich simpel gehalten, das Spiel. Weil ich, wisst ja, ich bin nicht so ein Freund von Pixelgrafik. Aber das finde ich irgendwie gut. Sieht aus, als wenn ein ewiger Sandsturm wüten würde. So. Auf jeden Fall sind wir oben, auf der anderen Seite unseres Raumes. Muss ich hier was entdecken? Laufe ich hier einfach nur durch? Ich weiß nicht. Könnte auch zurückgehen. Aber ich denke mal nicht. Oh, was ist das? Da liegt was. Soll das ein Apfel sein? Sieht aus wie eine Himbeere. Ist das ein Apfel? Es sah aus wie eine riesige Himbeere. Ah! Tag 3. Okay. Kann ich meine Pillen auch einfach mal nicht nehmen? Kein Essen. Ich soll auf dem Regal schauen. Auf welchem Regal? Ist noch altes Essen drin. Okay, ich muss erst unsere Pillen nehmen. Ah ja, okay, wir können vorher nichts anderes machen. Wir können die anderen Aufgaben nicht erledigen sonst. Wieso hat Papa uns denn kein Essen gebracht? Ja, gute Frage. Was ist passiert? Vielleicht das alte Essen noch warm machen? Ja gut, okay. Nicht, dass Papa gestorben ist. Aber es scheint uns unser Essen ja immer nachts hinzustellen, ne? Wenn wir schlafen und das nicht mitkriegen. Wait for Father. Gieß mal noch meine zwei Pflanzen hier. Oh. So. Wachsen die wirklich? Das war 1, 2, 3, 4 Knospen. Ach, ich glaube, die wachsen nicht. Wait for Father. Das macht irgendwie Spaß. Oh, ist meine Zeit wieder um? Okay. Wow. Der war knapp.
Wo bleibt denn Papa? Komm ich hier? Ah. Kommt mir so lange vor. Die Tür ist fest verschlossen. Papa. Wo ist Papa? Ja. Genau. Papa? Bist du da? Wo bist du? Ich habe Angst. Hallo? Er kommt heute nicht. Ja, das würde mir auch... Doch, da ist eine Lüftung. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja stinken hier unten wie sauer, aber das ist eine Lüftung. Aber wenn sich... Naja, gut, ob sie über die Luft überträgt, wissen wir nicht. Ist die Musik weg? Gott. Okay. Wer ist Papa? Ich habe die Wahl zwischen... Okay, da ist jetzt kein Unterschied. Zumindest sieht man keinen. Heute ist Papa nicht gekommen. Ich war alleine und hatte Angst. Ich hoffe, er kommt morgen zurück. Ich hasse es, wenn ich alleine bin. Sleep. Okay. Oh. Wir träumen mal wieder. Oh. War nicht eben noch ein Gang? Oh je. Hilfe. Oh. Jetzt. Rennen. Ich kann nicht rennen. Da geht's weiter. Nee. Boah, ist das... Es ist ziemlich widerlich. Okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Erscheinen hier immer wieder die Gänge? Bin ich doof? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ob... Hä? Ah, ja, ja, okay. Das ist alles richtig. Gut. Was denn jetzt? Es wird heller. Also sterben kann man offensichtlich nicht in dem Spiel. Verschiedene Treppen. Nehmen wir mal die erste. Ne, ich komme nicht hoch. Ne, okay. Gibt es irgendeine, die man hochgehen kann? Also ich weiß nicht, ich müsste jetzt jeder ausprobieren. Ah, nee.
Was ist das? Soll ich... Tag 6. Okay, alles richtig. Deine Pillen. Was ist, wenn ich meine... Muss ich die wieder nehmen? Muss ich die wirklich wieder nehmen? Oder kann ich einfach mal... Ich komme um diesen Scheiß nicht drumherum. Warum auch immer fällt mir gerade ein, dass ich keinen veganen Thunfisch mehr habe. Ja. Kein Essen. Es ist immer noch altes Essen übrig. Okay. Jetzt interessiert mich das, wie es weitergeht. Es ist gar nicht mal so super spannend an und für sich. Also, es passiert immer das Gleiche. Aber, trotzdem möchte ich jetzt natürlich wissen, wie es weitergeht. Was jetzt passiert. Also, was überhaupt generell los ist. Father. Ich gieße jetzt erstmal eine Pflanze. 1, 2, 4. Nee, die scheinen nicht zu wachsen. Okay. Schade, dass man hier nicht länger drauf schaukeln kann. Kommt Papa denn heute? Naja, aber zumindest hat er mir nichts zu essen gebracht. Also, nicht, dass er tot ist. Und ich vergammel jetzt hier unten. Ich würde gerne diese 30 Level schaffen. Dann quasi 30 Dinger am Ende, ne, die dich verfolgen, im Grunde genommen. Ja, klar. Wird dann ziemlich eng hier. Schaffen im Laufe der Zeit. Ja. Was, Papa? Was ist denn jetzt? Haben wir jetzt Angst oder? Ich wollte Spielzeug spielen. Papa? Ich heute auch wieder. Wir haben Angst wahrscheinlich, ne? Wir zittern. Das wird es wahrscheinlich sein.
Schwummrig vor wenig essen kann es ja nicht sein. Wir haben es gefunden und im Grunde ist Trinken ja viel schlimmer. Also nicht trinken. Wenn Papa nicht nach Hause kommt, dann brauche ich meine Tablette nicht mehr nehmen. Ja, die Entscheidung will ich jetzt auch treffen. Einfach mal. Er kommt immer noch nicht. Es sind jetzt 4 Tage. Die Pillen machen mich müde. Wenn er nicht kommt, dann muss ich sie auch nicht mehr nehmen. Nein, ich werde sie nicht mehr nehmen. Okay. Gut, auf diese Entscheidung habe ich gewartet. Jetzt in Rot. Was ist das? Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Oh, scheiße. Ich kann es nicht erkennen. About this. Achso, wegen den Pillen wahrscheinlich. Ich habe trotzdem noch nicht erkannt, was es ist. Ach, das sind Ketten. Ketten, von denen wir uns befreien wahrscheinlich jetzt. So symbolisch gesprochen. Du solltest. Du solltest Papa vertrauen. Gut, wahrscheinlich gibt es hier auch mehrere Enden. Ich werde es jetzt deshalb nicht nochmal komplett durchspielen, weil das Spiel braucht eine Zeit. Ja. Aber, ja. Das wert. Ich weiß ja nicht, warum du mich hier unten einsperrst. Genau. Das ist ja das Problem. Tag 7. Kann ich die? Nee, okay. Kann sie nicht nehmen. Essen. Oh, das Essen. Oh. Okay, dann scheint er zurück zu sein. Nicht, dass wir ihn jetzt anstecken. Nee. Ja. Okay, ja. Papa, tut mir leid. Kinder sind nun mal so. Wait for Father. Ja, den wir jetzt vielleicht gekillt haben oder so. Keine Ahnung. So, ich möchte die letzten 7 Level noch schaffen. Komm, das unterbricht mich jetzt bloß nicht. Ich will wissen, was dann ist. 4 noch, komm.
Ja, komm, einer noch, einer noch. Ich will wissen, was dann passiert. Ach, 30 müssen wir noch, okay. Nein! Was soll das? Wehe. Papa? Es ist nicht Papa, sondern es ist ein Monster. Du bist zurück. Ja, Prinzessin, ich bin zurück. Warte, was ist das Passwort? Apple. Apfel. Okay, du bist es. Wo warst du? Es tut mir so leid. Es ist etwas Furchtbares passiert. Ich musste für ein paar Tage gehen. Es wird nicht wieder passieren. Versprochen. Versprochen. Wie geht es dir? Hast du deine Tabletten genommen? Es geht mir gut. Ich musste einige altes Essen essen. Aber das war gar nicht so ein Problem. Was ist mit deinen Tabletten? Ja. Of course. Also, natürlich habe ich sie genommen. Ich freue mich, das zu hören. Also, als eine Entschuldigung habe ich dir was mitgebracht. Was ist es? Es ist ein Apfel. So sieht er aus. Versuch ihn bald zu essen. Sie sind am besten, wenn sie frisch sind. Ich versuche ihn später. Fühlst du dich immer noch müde? Ja. Ein bisschen. Das ist gut. Dann geh ins Bett, Süße. Süße Träume. Ich sehe dich morgen. Try the apple. Ja, mach ich gleich. Bis jetzt zu Ende spielen. Oh, jetzt falsche Richtung. Egal. Ja! Gut. Muss ich hier für einen Tisch, oder? Er ist so süß und saftig. Tu so, als wenn du einschlafen würdest. Okay. Jetzt wissen wir, was passiert. Er kommt runter und bringt uns Essen, okay? Hallo? Bist du wach? Okay, alles gut. Dann lass uns mal dazu kommen. Scheiße. Ach, es hat geklingelt. Sie sollte noch nicht hier sein. Er hat aber mitbekommen, dass wir wach sind.
Nee, hat er nicht. Er hat nicht mitbekommen, dass wir wach sind. Er hat nur gesagt, okay, dann wollen wir mal. Mehr nicht. Und dann hat's geklingelt. Okay, sie sollten noch nicht hier sein. Ich kann weder schleichen noch rennen. Zettel. Kann ich aber nicht lesen. Okay. Police Report. Ich will mich erst ein wenig umsehen. Ah. Polizeireport. Eine Hausinspektion. Es sind so einzelne Sätze. Conclusion. Keine Beweise gefunden. Okay, haben eine Hausdurchsuchung gemacht, haben keine Beweise gefunden. Der Fall wird geschlossen. Okay. Recipe Ex-Pharmacie. Okay. Sedativum. $73, okay. Was ist ein Sedativum? Ja. Ein Betäubungsmittel. Okay. Hat er mich geklaut und wollte mich verkaufen an irgendwelche Kinderhändler oder was weiß ich. Also, wie gesagt, so ähnlich wie der Campusch-Fall jetzt. Ist der strahlende Ball da oben? Warum tut es mir in den Augen so weh? Okay. Ja. Da ist das jetzt den Campusch-Fall wirklich aufgegriffen irgendwie. Also es wirkte so. Also offensichtlich wollte er mich irgendwie verscherbeln an irgendjemanden, weil er meinte, sie sind schon da. Und als er runterkam, meinte er, okay, dann können wir fortfahren. Gruselig, ja, sehr, sehr, ja, also nicht schön, nicht lustig. Aber trotzdem gut, hat einen irgendwie gefesselt. Fand ich gar nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie ihr das Spiel fandet. Es ist übrigens kostenlos auf itch.io, insofern gönnt es euch einfach mal. Er spielt mal ein anderes Ende, schaut mal rein und wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Macht's gut und bis dann.